Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shot News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Geich. Wir gehen jetzt erstmal hier rein in Mamas Almutsche Geheimnisschatulle. Da haben wir den Mythic Dr. Zoidberg, der natürlich ziemlich geil ist, aber ich halte halt von dieser Box nichts. So, dann haben wir hier die Meatman Tire Box. Jetzt wird's interessant. Also scheinbar setzen sich diese Tire Boxen durch. Dann lasst uns mal hier reinschauen, was es da gibt. Den Meatman Sculptor, Mr. Twilly, Chris Griffin, Philip J. Fry, Christabel's Gemälde, Sepp Brannigan Portrait. Das ist natürlich jetzt, okay, Tire-Box war besser gewesen, aber das hier ist natürlich auch ziemlich nice. Und wenn wir jetzt mal hier in die Kombos reingucken, Brian Statues, Draw Me Tinas, Propane Sculptures, Bender's Clowns, Live Drawing Haley's, Chris Paintings, Draw Me Jeans, ja, Supermodel Roger, Meatman Sculptor, Hank Hill Running Back ist geil, One Art Please, Sculptor Peter und hier Sensor Stan. Sind natürlich schon ziemlich geile Kombos mit am Start, ne? Also definitiv sehr, 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 sehr interessant das Ganze. Auch hier wiederum für 700 Gems hätte man schon 600 legendäre Steine, 2 Level 1 Olalas, also das sind hier diese Draw Me Tinas und 3 Puls episch oder besser. Also insofern, und hier ab Tier 4 gibt es dann die garantierte Meatman Sculptor, legendäre, die auch ziemlich, ja, ist okay, ist etwas defensivere Karte, Pre-Combo, aber ist natürlich geil, wenn man die hat. Also, ja. Was soll ich sagen? Also Meatman Tire Box auf jeden Fall zu bevorzugen im Vergleich zur. Jetzt gehen wir hier rein. Da ist auch zur Screen Repairer Box. So, hier haben wir jetzt die Mythic Bobby Pack auch neu mit Mythic Bobby, der ziemlich geil ist auf jeden Fall. Bender's Clowns, Christabel's Gemälde, Peter's Drawing und Lois Griffin. Und ja, Francine Smith, was soll ich dazu sagen? Die ist für mich der größte Schrott überhaupt. Dann haben wir die Screen Repairer Box. Wie gesagt, momentan diese Tire Box eher zu bevorzugen. Wobei ich sagen muss, hier Quahog Priest. Das ist ja, Moment. Das ist ja noch Educated. Screen Repairer ist ja noch Educated, Joff Community College, stimmt, das war ja noch Educated, Dr. Banjo, Quahog Preschool, Mac Griffin und Steve Smith. Das ist natürlich schon geil, ne? Aber bald kommt eben der Kunst BGE, muss man sich dann überlegen. Also hier momentan tatsächlich noch Educated, meiner Meinung nach stärker als Kunst, aber letzten Endes, wenn man schaut, bei der Meatman Tire Box bekommt man unterm Strich etwas mehr bei raus als beim Sonderangebot von der Screen Repairer Box. So, dann sind wir auch schon in der Meisterschaft angelangt. Dann schauen wir mal hier. Hier haben wir den Bänderbräu. Und der Bänderbräu. Bänderbrau. Ja, Bänderbrau in der englischen Version, genau. Bänderbrau ist hier folgendes. Wir haben, jetzt muss ich mal gucken, wo ist der? Ist da. So, da ist der Bänderbräu mit Bänder und Alkoholkarten. Und wenn wir das ganze Ding hier maxen, dann sieht man schon, da kommt dann relativ viel als Mauer und Heilen raus. Hier 21,20 mit der Power Tucket Patriot Ale. Und hier bei der Mythic-Version, ja, so viel krasser ist es gar nicht mal. Ne? Also von den die Anzahl der Leben ist deutlich höher. Und Angriff, aber jetzt hier 21 zu 26, nee, 28 ist das, ne? 28er Mauer und 26er Burger. Aber das wäre, wenn der Bänder hier full maxed wäre in der Mythic Version. Also ich vermute, dass die maxed out Leggy Variante gar nicht mal so viel schwächer ist als ein einfacher Bänder mit einer maxed Power Tucker Patriot Ale.
500 Gems würde ich jetzt trotzdem nicht für das Ding ausgeben. Also dann schauen wir mal in die nächste Combo Mastery rein, die wir da haben. Das ist jetzt hier als nächstes die Rambo Rambo Lois. Und mein Gott, vor der habe ich früher ganz am Anfang im Spiel Angst gehabt. Also Rambo Lois war für mich der Overkill. Das war ganz die absolute Anfangszeit. Wenn Rambo Lois kam, habe ich verloren. So, und jetzt, naja, gut, also schauen wir uns das Ding mal an. Die hat hier, also es ist eine Lois mit Waffenkarten hier in dieser legendären Version mit Pantry Guns. Wenn wir die jetzt mal maxen würden, was passiert denn dann da? Maxed out. Dann haben wir hier 22, 21, also 22 Punch und 21 Angriff. ergibt 43. Das sind 43, das ist schon gar nicht mal so schlecht. Also da kann man schon, wenn man die ein bisschen pusht, könnte man da den First Hit landen. Ist aber nur mit der Pantry Guns aktuell in der legendären Version zu empfehlen. Aber trotzdem würde ich keine 500 Gems für ausgeben. Lohnt sich nicht wirklich. Oh, ich bin irgendwie nicht mehr in der Kamera drin. Warum auch immer. So, jetzt bin ich wieder da. So, dann haben wir die Joestar Peggy. Joestar Und Peggy. gucken wir mal da rein, was die so kann. Das ist einmal eine Peggy mit Kostümkarten. Hier gehen wir mal in diese Mythic-Version rein. Die ist schon relativ stark, muss man sagen. Also du hast hier Bodyguard, du hast Ja, Punch und sie kostet nur die normalen Steine. und sie kostet nur die normalen Steine. Also ich würde sie mir Richtig. sogar echt kaufen. Also wer die Mythic Peggy momentan hat, und eben Was denn Kostümkarten, momentan? Weil die Peggy hat, wer die Peggy hat, sollte sich die holen. der sollte auf jeden Fall, wenn er diese Kostümkarten noch mit im Deck benutzt, sollte jetzt zuschlagen, da unten sogar mit Bedtime Stories 45 Angriff im First Hit. Du hast die Bodyguard-Funktion noch mit hinzu und hast da unten noch Motivieren. Also das Ding lohnt sich mal wirklich. Ja, und deswegen meine Ka Empfehlung hier, die Steine investieren. So, dann wären wir mit der Joestar Peggy durch. Ja, und dann gehen wir mal zu Und dann gehen Winfrey. wir in die letzte Combo rein. Winfrey! Und die letzte Combo ist relativ schwach. Also ist ein bisschen Roger! schade für eine Roger-Combo. Jetzt habe ich die falsche noch drin. Ist ein bisschen schade für eine Roger-Combo. Das ist hier der Winfrey. Und ist mit der Schuh ausgerechnet auch noch bei der Schule. Kann man auch noch mal maxen, aber ändert sich trotzdem nicht viel, dass das Ding Schrott ist. Ja, würden wir auf Und jeden Fall nicht empfehlen. also Also, wenn ich das das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Hast du recht. heutige Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo und einen Kommentar freuen. Bis dann noch ein und tschüss. Tschüss.